Da sag ich beim besten Willen nicht nein, um Gottes Willen. Aber so ein großes Fantreffen, ich weiß nicht. Bei mir hat das doch fast schon weniger Sinn, oder? Leute, das hat bei mir eigentlich fast schon weniger Sinn. Einfach aus dem Grund, dafür sind es zu wenig Leute. Dafür sind es doch echt zu wenig Leute, dass man so ein Fantreffen macht. Ich meine, okay, Abonnenten können schon mal... ich habe ja nichts dagegen, nein, aber... es sind meiner Meinung nach, wären das einfach zu wenig Leute. Dass ich da gleich so ein großes Fantreffen starte, nein. Da treffe ich mich dann lieber mit der Person alleine. Geh mal ein bisschen Kaffee trinken. Es gibt schon ein paar Personen, aus der YouTube-Community, von meinen Abonnenten, wo mich wirklich mal interessieren würde, wer die so sind, wie die sind, wer bist du überhaupt? Nach dem Motto, ich kenne die alle nur über YouTube. Ich weiß nicht mal richtig, wie die aussehen. Ich weiß zum Beispiel, bei allen meinen Abonnenten, mit Ausnahme von meiner über alles geliebten Marlene, weiß ich, wie die aussehen. Nur bei einem einzigen Abonnenten, und das ist der liebe Finn. Das wäre Gnampf. Bei dem weiß ich ein bisschen, wie er aussieht, von dem Foto her. Aber auch nur ein bisschen. Beim Rest habe ich keine Ahnung, wie die aussehen, muss ich sagen. Ich kenne ansonsten, selbst die Stimme von euch kenne ich ja nicht. Ich kenne ja sonst nur die Stimme von meiner, von Bonne und von Gnampf. Von denen kenne ich die Stimme. Aber sonst... ist die einzige Person, die ich kenne von meinen Abos einfach Marlene. Aber das liegt ganz einfach daran, dass ich Marlene einfach schon länger kenne. Das liegt einfach daran, dass wir zwei uns halt ein bisschen länger kennen. Wir kennen sie ja seit ein paar Jahren. Außerhalb von YouTube, also wir haben uns ja außerhalb von YouTube kennengelernt. Und deswegen, es gibt da schon ein paar Abonnenten, wo ich mich das frage. Wie ist diese Person? Wie tickt diese Person? Wer ist das? Wie siehst du überhaupt aus? Oder was hast du für eine Stimme? Oder wie bist du privat so? Keine Ahnung. Da gibt es halt schon so ein paar Leute, wo ich mich das wirklich mal frage. Hauptsächlich sind das, denke ich, die Personen, mit denen ich immer wieder mal Kontakt habe. Als Beispiel, als ein großes Beispiel ist dafür zum Beispiel Bonne. Bonne, ein YouTuber... ein Abonnent, mit dem ich schon lange Zeit über in Kontakt bin. Also fast eigentlich schon seit Beginn an. Ich mache jetzt schon seit ein paar Jahren meine Let's Plays. Und fast schon seit Beginn an ist er dabei. Und also er war auch schon zu den Zeiten dabei, was ich ihm auch hoch anrechnen, muss ich sagen, das freut mich. Er war auch zu den Zeiten also schon dabei, wo meine Videos einfach von der Grafik her, von der Video- und Audioqualität einfach noch relativ scheiße waren. Da war er schon dabei. Da war er schon ein Abonnent und hat mich unterstützt. Was mich damals schon sehr, sehr gefreut hat. Und einfach auch aus diesem Grund, weil ich ja viel... so mit ihm dann zu tun hatte. Und interessiert es mich einfach mal, wie ist diese Person privat? Bei ein paar Personen, wie gesagt, da interessiert es mich einfach mal. Da interessiert es mich einfach mal. Aber egal. So. Da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift von dem Thema, dass ich eigentlich mal so ein Video machen wollte, aber wie gesagt, ich habe halt keine Kamera auftreiben können. Weder zum Leihen noch zum Kaufen. Habe ich jetzt auf die Schnelle keine auftreiben können. Aus diesem Grund wird es so ein Video leider nicht geben. Hätte mich aber echt mal irgendwie gejuckt, muss ich sagen. Wer weiß, vielleicht
Irgendwann mal, wenn ich eine gescheite Kamera auftreiben kann, mir die vielleicht mal von irgendeinem Freund leihen kann. Oder ein Abonnent, der in der Nähe wohnt, keine Ahnung. Oder ein Freund mir anbietet, dass er mich filmt, dass er mit mir durch meine Wohnung geht und so. Keine Ahnung. Vielleicht wird es dann mal so ein Video geben. Ich könnte meine Vanni mal fragen, ob die so eine Kamera hat. Sie habe ich jetzt ganz vergessen. Sie habe ich jetzt gar nicht gefragt. Muss ich einfach mal ein bisschen durchfragen. So. Und zack, das einfach mal alles vernichten. Hey, wo es mir gerade einfällt, eine Freundin von mir zieht hierher. Genau, eine Freundin von mir zieht ja hier in die Nähe. Das wäre dann auf jeden Fall, ich glaube, sie hat zwar keine Kamera, aber ich hätte dann auf jeden Fall jemanden, der mich filmt. Auch wenn sie nicht weiß, dass ich Let's Plays mache. Meine Güte, dann müsste ich sie halt einweihen. Das wäre jetzt nicht wirklich schrecklich. Aber ich hätte dann auf jeden Fall mit ihr zum Beispiel jemanden, der mich filmen könnte. Und ich weiß, dass sie das machen würde. So eine alte Freundin von mir. Hey, ich habe genügend Steine. Ich habe auch fast genügend Holz. Ich habe genügend Holz. Und ich habe auch fast genügend Steine. Das ist ja Weltklasse. Geil. Ich meine, es genügend Steine und so fürs Haus. Das ist ja richtig geil. Klasse. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so viel war. Na gut, ich war jetzt auch den ganzen Tag da hinten und hab Holz gehackt. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie viel Uhr es jetzt eigentlich gerade ist. Ich weiß nicht mal, wo mein Handy ist. Wo zum Geier ist mein Hirn? Ach, das habe ich in der Hose. Nein, ich meine jetzt halt mein zweites Hirn. Ich müsste sagen, wir sind Männer. Also Männer haben halt zwei Gehirne. Muss man sagen. Und in der Regel tragen wir Männer unsere zwei Hirne beide in der Hose. Das eine in der Hosentasche, das andere, ihr wisst wo. So, ich springe jetzt einfach mal in die heiße Quelle. Einfach damit ich am nächsten Tag wieder topfit bin. Und außerdem ist es schön, nach einem heißen Bad ins Bett zu springen. Oh, das ist was Tolles. Oh! Was? Ich war schon in der heißen Quelle. Was laberst du? Was laberst du? Ich war doch gar nicht in der heißen Quelle, oder? Oder? Nee, ich glaube nicht. Komisch. Na, auf jeden Fall, schlafen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wo mein Handy ist. Keine Ahnung. Muss mal schauen, wie viel Uhr es ist. Erstmal in Ruhe was trinken. Ein neues Projekt vielleicht starten. Irgendwas anderes aufnehmen. Vielleicht nochmal Harvest Moon aufnehmen. Wer weiß. Keine Ahnung. Hexilein, reden wir mal. So. Ich hab was für dich. Da. Guck mal. Da freust du dich, gell? Da freust du dich. So. Jetzt will ich meine Viecher aber vorher noch füttern. Ich habe nämlich so einen Verdacht bei Luna. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Luna bekommt oben keine Herzen mehr, weil sie schon maximale Herzen hat. Deswegen also. Ah, ich verstehe. So, dann bekommst du noch ein Kraut. Hä? Eichhörnchen hat kein Herz bekommen.
Somit wurde meine Theorie eigentlich wieder zerschmettert. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, Saphir hat volle Herzen. Hey, cool. Das ist geil. Volle Herzen und so, cool. So, dann spiele ich jetzt noch mit euch. Chip, zeig uns mal, was du drauf hast. Na komm. Du schaffst das, Chip. Schön. Hast du gut gemacht. Saphira. Komm. Jawoll. Sehr schön. Den Level 1 Trick darfst du uns auch noch zeigen. Ganz toll. Super. Luna, du kannst ja auch ein bisschen was. Bei dir schauen wir uns auch noch kurz alle Tricks an. Dein Level 1 Trick. Schön gemacht. Dein Level 2 Trick. Na komm. Dein Level 2 Trick. Sehr schön. Der Level 3 Trick. Ich liebe diesen Trick. Und der Übertreiber schlechthin. Das ist so abartig. Herrlich. So, speichern wir hier kurz. Es ist so abartig. Was Luna da ans Tageslicht legt. Herrlich. Einfach herrlich. So, kurz speichern. So. Und ich würde dann mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns mal um. Und der Herbst nimmt langsam, aber sicher ein Ende. Wir schauen uns mal nach. Ein Fest steht noch an. Hier das Erntefest. Nicht mehr viele Tage, muss ich sagen. Nicht mehr viele Tage bis zum Winter. Naja, beim nächsten Mal bin ich dann mal gespannt, was uns alles noch so erwarten wird. Die Scheune ist ja sicherlich auch schon fertig. Und dann schauen wir uns die mal beim nächsten Mal an, wie groß sie denn nun geworden ist. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.